Wertkonservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Wendelin Mölzer. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Die Klimawandel-Hysterikerin Greta Thunberg und ihre Gefolgsleute von Fridays for Future haben es derzeit in zweierlei Hinsicht sehr schwer. Zum einen kräht zumindest vorläufig kein medialer Hahn in Sachen Klimawandel nach ihnen. Deckt doch Corona und die Folgen in Form einer Wirtschaftskrise dieses Thema locker zu. Zum anderen haben wir in Österreich blöderweise gerade den kühlsten Frühling seit 1987 erleben dürfen. Von Sommer oder zumindest Frühsommer keine Spur. Im Gegenteil scheint das Wetter uns zumindest die nächsten Wochen noch keinen Sommer zu gönnen, keinen Badespaß zu gönnen, sind doch die Badeseen im Land so kalt wie schon lange nicht mehr um diese Jahreszeit. Auch sonst erscheint alles normal oder eben sogar kälter. Die Niederschlagsmengen passen, wilde Unwetter sind uns bis dato auch noch erspart geblieben. Schlicht, die Natur darf sich über normale Zustände freuen. Dass wir Menschen nach dem langen Lockdown nun dennoch frei nach Rudi Carrell fragen, wann es endlich wieder richtig Sommer wird, so ein Sommer wie er früher einmal war, ist da wohl emotional durchaus verständlich. Die Natur, das Klima aber richtet sich eben nicht nach unseren Wünschen, sondern macht eben, was es will. Womit wir bei einem großen Punkt sind. Keine Frage, der Schutz und die Schonung unserer Umwelt, der Natur und unserer Ressourcen als solches muss natürlich allen ein Anliegen sein. Wie weit aber Veränderungen unseres Klimas tatsächlich menschengemacht sind, wie weit wir hier in Europa, in Österreich in der Lage sind, auf diese Veränderungen tatsächlich Einfluss zu nehmen, sei einmal dahingestellt. Spannend dabei auch, die diversen Klimawandel-Gurus sind dieser Tage auf jeden Fall gleich darum bemüht, ja keine Hoffnung aufkommen zu lassen, dass das mit dem Klimawandel vielleicht doch nur Panikmache sein könnte. Kälter sei es nämlich nur bei uns und überall anders würde es ja ohnehin wärmer. Beängstigend sind auf jeden Fall die Aussichten darauf, mit welchen Mitteln die Klimahysteriker ihre Anliegen durchpeitschen wollen. Insbesondere im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen konnte man erahnen, zu was ein eigentlich demokratischer Staat und seine vielfach willfährigen Bürger fähig sein können, wenn man nur die Bedrohungsszenarien entsprechend groß macht. Wenn man für die Gesundheit Menschen ein halbes Jahr lang einsperren kann, warum nicht auch ähnliche Beschränkungen einführen, um die angebliche Klimakatastrophe abzuwehren? Es gilt auf jeden Fall wachsam zu bleiben, wenn es um die freien Bürgerrechte geht. Und damit ist nicht die freie Fahrt für freie Bürger auf Deutschlands Autobahnen gemeint, sondern unter anderem die Meinungsfreiheit oder die Freiheit der Wissenschaft oder die Versammlungsfreiheit. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.